bin immer noch ganz begeistert von Acts 29 gestern Abend. Wir hatten einen richtig starken, schönen Abend und ich dachte so, da passt das richtig zu, wie es so schön heißt, zu Füßen Jesu zu sitzen. Den Eindruck hatte ich echt gestern Abend gehabt. Einfach zum einen die Freimütigkeit von unserem Worship-Team zu sehen, die gute Atmosphäre, die starken Eindrücke. Und irgendwie habe ich auch so den Eindruck, das hängt auch zusammen mit der Gebetswoche, dass da irgendwie auch was passiert, da liegt was in der Luft, könnte man so schön sagen, dass da echt auch ein neuer Aufbruch spürbar ist. Und ich finde es so gut, dass wir so eine neue Offenheit erleben, eine neue Offenheit erleben, auch für das Werken Gottes. Ich hatte am letzten Sonntag darüber gesprochen, über diese geistlichen Sinne, ja, dass wir Gott wahrnehmen und so wachsen können und abhängiger werden von Jesus und eigentlich unabhängiger werden von den Gefühlen, von all dem, was uns sonst so umtreibt. Gott erinnerte mich in dem Zusammenhang an 2. Timotheus 1, Vers 6. Das lese ich euch mal vor. Und ich möchte wirklich, dass du das für dich ganz persönlich auch in Anspruch nehmen kannst. Da heißt es, ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat dir nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Da steckt meines Erachtens nach alles drin, was wir brauchen, auch für dieses Jahr, auch im Blick auf die Vision. Schau mal, hier ist einmal Wachstum im Glauben drin. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist Gottes, der wirkt in dir was. Er möchte Glauben entfalten. Er möchte, dass du raus aus deiner Angst kommst, dass du wachsen kannst, dass du zunehmen kannst in der Liebe, in der Besonnenheit, in der Ausgeglichenheit. Dann, er möchte, dass du wächst in deiner Berufung. Da heißt es, ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Nun, vielleicht haben die Leute die Hände aufgelegt, vielleicht aber nicht. Vielleicht war es aber Jesus, der dir seine Hände aufgelegt hat. Und du hast eine Gabe. Gott hat dich begabt, Gott hat dich berufen für diese Zeit, da wo wir drin leben. Und lass es einfach zu, dass sich das entfalten darf. Und natürlich auch dieses Wachstum vor Ort. Da heißt es, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Egal wo du bist, wo du stehst. Ob das in der Gemeinde ist, ob das an deinem Arbeitsplatz ist, ob das zu Hause ist, ob das irgendwo ist. Wir werden am Sonntag darüber hören, ja, dass wir alle einen Dienst haben, den Dienst der Versöhnung, so bezeichnet Jesus das. Und jeder von uns ist berufen, ist begabt, ist beauftragt und darf darin wachsen. Und egal wo du bist, mach es richtig gut. Ich hatte euch mal das Zitat von Martin Luther King vorgelesen, der hat Folgendes gesagt. Wenn du dazu berufen bist, Straße zu kehren, dann kehre sie, wie Michelangelo Bilder malte oder Beethoven Musik komponierte oder Shakespeare dichtete. Kehre die Straße so gut, dass alle im Himmel und auf Erden sagen, hier lebte ein großartiger Straßenkehrer, der seinen Job gut gemacht hat. Und ich möchte dir Mut machen. Entfalte dich. Lass es einfach zu, dass Gott sich durch dich entfalten kann. Es kamen bereits einige Eindrücke auch von euch für dieses Jahr, für die Gemeinde. Und wisst ihr, was mich besonders begeistert? Wenn nicht nur ein Eindruck kommt zu sagen, hey, es wäre doch gut, dass man das und das machen könnte, sondern wenn jemand sagt, hey, Gott hat mir da was aufs Herz gelegt. Und manchmal auch kommt das, könnte ich das hier machen? Ist dafür Raum da? Und ich sage, natürlich, mach das. Das darf zur Entfaltung kommen. Die Gebetswoche, die geht jetzt zu Ende, aber das Jahr hat angefangen. Ich darf dich einladen. Ich glaube, es wurden wirklich einige Weichen bereits gestellt, auch diese Woche. Und ich darf dich einladen, lass dich einfach von Gott gebrauchen. Komm am Sonntag zum Beispiel schon vorbei, wenn wir nochmal beten werden, wenn wir nochmal auf die Vision schauen, was Gott mit uns vorhat. Freut mich einfach, dass wir hier diese dreiteilige Vision erleben dürfen. Dass du am Ende von diesem Jahr im Glauben gewachsen bist. Dass du am Ende von diesem Jahr gefestigt bist in deinem Glauben, gestärkt bist und befähigt bist in der Berufung, wo Gott dich reingestellt hat. Und dass du
gefestigt bist und präsent bist in deinem Alltag, da wo du bist und auch gerade hier in der Gemeinde. Ich freue mich, mit dir unterwegs zu sein. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auch diese Gebetswoche zu erleben oder erlebt zu haben. Die neigt sich ja schon langsam dem Ende entgegen. Und so sei einfach ganz, ganz reich gesegnet und hab noch ein richtig starkes Wochenende. Mach's gut. Tschüss.